Hi meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir haben heute ein paar Liebesbotschaften. Und zwar sagt die erste aus, du bist ja in mein Herz hineingelaufen, als würde es schon seit Ewigkeiten deins sein. Und du hast die Wände niedergerissen und meine Seele unter Feuer gesetzt. Das finde ich sehr süß. Ja, das ist also eine schöne Aussage, die hier getätigt wird, wo ein Bewusstsein auch hintersteckt. Ja, dass es hier um eine ganz besondere Verbindung geht. Dann haben wir, ich fühle die Einheit in unserer Seele. Und es ist, es macht nichts aus, ja, auch wenn ich zwischendurch mal zweifle, was unsere Connection, unsere Verbindung angeht. Ich kann nicht revidieren, dass da ein magnetisches Band zwischen uns beiden ist. Ja. Also das passt eigentlich ganz gut zusammen, finde ich hier. Hier spricht jemand aus der Seele, hier spricht jemand aus dem Herzen und hier kommt noch als letztes die Botschaft. Ich hätte dir sagen sollen, wie ich fühle. Ja, und das kann ne, in dem Fall tatsächlich sein, dass da nie irgendwie die Worte ausgesprochen wurden, dass man das immer nur irgendwie gefühlt hat, ja, und dass man wusste, da, ne, das ist was ganz Besonderes, aber eben unser Counterpart das nicht so ausgesprochen hat, wie es eigentlich hätte sein sollen. Aber versuch da mal so ein bisschen in die Vergebung reinzugehen. Das ist nicht immer ganz einfach in den Seelenverbindungen und ja, öffnet euch dafür, um ne, weitere Botschaften von eurem Geliebten oder eurer Geliebten zu empfangen. Alles Liebe und Gute an dieser Stelle und bis ganz bald. Bye bye.